Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute ein neues Pause-Menü für euch. Und das sieht schon ziemlich fresh aus. Ja, wenn wir jetzt Escape drücken, dann sieht das Ganze dann so aus. Ja, wir sehen hier auf der linken Seite unseren Char rauchend. Und hier haben wir natürlich dieses kleine Pause-Menü. Hier können wir halt einmal auch sehen, welchen Job wir überhaupt haben. Also Job Group, ne, Group dann Admin. Hier haben wir halt Cash und hier haben wir natürlich dann auch über so den kompletten Namen. Ne? Können wir ein wenig rauslesen. Ja, Settings haben wir, Relog-Funktion und um das Spiel komplett zu beenden. Oder auch die Karte. Hier haben wir noch die Regeln. Können wir natürlich auch noch ein paar Regeln festlegen. Und hier, das können wir natürlich auch noch ändern. Hier oben haben wir natürlich noch die ID, Zeit und ja, so den Namen und die Char-ID. Und ja, genau. Wenn wir jetzt hier einfach auf Settings gehen, dann kommen wir auch direkt zu den Einstellungen. Relog und so Vergleich machen. Ja, hier haben wir noch die Map. Ne? Und nun können wir halt einfach hierauf gehen und jetzt werden wir noch mal gefragt und damit werden wir jetzt ausgelockt. Gut, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung, einfach runterladen und einmal auspacken. So, dann haben wir diesen Ordner hier und diesen Ordner ziehen wir dann in den Resource Ordner. Ja, einfach so reinziehen. Jetzt nur noch den Namen kopieren und dann gehen wir zurück und gehen in die Server-TFG und hier müssen wir das Ganze jetzt nur noch starten, speichern und schließen und nun haben wir das Ganze schon installiert. Jetzt schauen wir uns nochmal die config.lua an, wenn wir das Ganze dann auch auf Deutsch stellen, ja, diese Sprachen, diese drei werden betreten. Ja, hier können wir das so den Servernamen dann eingeben, ja, und hier noch eine Discord-Verlinkung, ja. Wisst ihr nicht, könnt aber. So, dann schauen wir uns noch mal die Index an. Und hier können wir natürlich auch noch einiges übersetzen, ne? Alles, was so weiß markiert ist, kann man halt komplett anpassen. Hier auch das mit dem Regeln und so weiter und so fort. Ja. Wird schnell gemacht. Ja, und mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch viel mal einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, ciao. I don't ever slow up, no I don't take sh**, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And